Hallo, ich wollte euch etwas zeigen. Und zwar diese Tasche hier, diese lila Tasche. Da sind nämlich jetzt meine kompletten Klamotten drin. Also alles, inklusive Socken, Unterwäsche, Mützen, Schals, Handschuhe, alles. Außer meine Wanderklamotten, die sind ja getrennt von meiner Garderobe, weil ich jetzt nicht alltäglich mit meinen Wandersachen rumlaufe. Ansonsten ist es auch eine komplett neue Garderobe geworden zu meinem letzten Garderobenvideo. Ich mache auf jeden Fall auch noch ein schönes Video jetzt zu meinem neuen Stil. Hat sehr viel Spaß gemacht, den jetzt zu kreieren und zu nähen, ganz viel. Also das meiste ist hier selber genäht. Dazu mache ich nochmal ein richtig schönes Video. Jetzt nochmal ganz kurz, einfach mal zu zeigen, hier passt alles rein. Wenn man jetzt die ganzen also Socken und Unterhosen und so nicht mitzählt, sind es so ungefähr 35 Teile. Alle untereinander relativ gut kombinierbar. Und ja, eben alle im gleichen Stil. Und ich bin sehr zufrieden. Wirklich sehr zufrieden. Genau. Ich werde nämlich auch in Magdeburg keinen Kleiderschrank oder so mehr haben. Ich habe mir jetzt so ein Kleiderstangending gekauft im Internet. Und das ist, glaube ich, sehr praktisch. Das kann man auch verschieben, wenn man es irgendwo anders hinstellen möchte. Und da passen aber auch nicht so viele Sachen drauf. Und da wird alles, meine Sachen werden da aber drauf passen. Ich habe mich eben, also ihr kennt ja vielleicht, wenn man über Minimalismus, es also gibt auch diese KonMari-Methode, die sagt zum Beispiel, man soll die Klamotten ja in eine Kommode einsortieren und dann mal so falten. Dazu muss ich sagen, ich bin ja eine sehr unordentliche Person. Schon allein deswegen ist Minimalismus für mich sehr praktisch. Ich bin aber niemand, der das, glaube ich, schaffen würde, die immer so zu falten. Also ich kann Klamotten falten, war noch nie mein Ding. Ich habe meine Sachen immer in meinen Kleiderschrank reingeschmissen. Und deswegen habe ich mir eben jetzt diese Hängsache organisiert und werde alle meine Klamotten aufhängen, auf Bügel. Also ich habe ganz normale Bügel, ich habe Hosenbügel. Natürlich nicht alles, wird auch ein paar Kisten eben auf die Ablage stellen. Aber das ist für mich das Einfachste, das zu hängen. Da muss ich es auch nicht bügeln. Bügeln tue ich eh nicht. Ich habe auch nicht so feine Sachen, die knitterig werden. Und genau, ich werde also alle Sachen aufhängen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Hängt ihr die Sachen auf? Faltet ihr die Sachen? Meint ihr vielleicht, ich könnte Falten auch noch lernen? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich das hinkriege, meine Sachen immer so schön zu falten. Aber vielleicht ist es auch, ich habe es noch nie ausprobiert. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so schwierig. Aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, das mal alles aufzuhängen. Genau, ich wollte euch mal ein kurzes Update geben. Ich packe hier gerade alles zusammen in meinem Zimmer zu Hause für den Umzug nach Magdeburg. Bin doch überrascht, wie viel es irgendwie ist. Es läppert sich alles, aber ich habe natürlich auch mit Nähen ein sehr unminimalistisches Hobby. Aber das möchte ich nicht aufgeben, das ist mir ganz wichtig. Ich finde, Minimalismus ist eben auch nicht, dass man so wenig Sachen wie möglich haben sollte, sondern eben nur die Sachen, die man wirklich braucht, die einen wirklich glücklich machen, und dazu zählt bei mir Nähen einfach. Und da nehme ich es gerne in Kauf, dass ich jetzt bestimmt zwei volle Kisten mit Nähzeug habe. Also Nähmaschine, Garne, diese ganze Kleinzeug, Nieten, Ösen, Knöpfe. Ist halt einfach viel. Aber ich möchte es schon auch alles mitnehmen, damit ich auch in Magdeburg ganz viel nähen kann. Was mich noch sehr zufriedenstellt mit dieser minimalistischen Garderobe, also mit diesen wenigen Teilen, die man hat, dass man auch, ja, also sehr viel schneller austauschen kann. Also ich möchte mir jetzt nicht verbieten, mir neue Sachen zu nähen, zum Beispiel. Wenn ich jetzt eine tolle Inspiration sehe, dann werde ich mir auf jeden Fall auch neue Sachen nähen. Aber es muss dafür immer etwas gehen aus dem bestehenden Kleiderschrank. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Um da so auch so ein bisschen frisch reinzubringen. Mode ist mir einfach sehr wichtig. Ich ziehe mich wahnsinnig gerne individuell an. Und das möchte ich mir eben auch nicht verwehren. Auch wenn ich Minimalist bin. Ja, ein kurzes Update. Wie gesagt, das Video jetzt detailliert zu meiner Garderobe kommt noch. Es wird ein bisschen aufwendiger. Und ja, zu sonstigen. Ich möchte auf jeden Fall noch ein Video über meine Schuhsammlung drehen. Auch die hat sich wahnsinnig minimiert. Bin ich sehr zufrieden mit. Und auch ansonsten mal schauen. Jetzt noch einige Videos zum Thema Minimalismus geben. Bis dahin. Tschüss.